Leute, wir sind zurück bei Persona 5 Royal. Im letzten Part sind wir hier endlich im nächsten Dungeon stehen geblieben. Es wird hier jetzt weitergehen und ich bin super gespannt, was uns hier erwartet. Wir werden aus dem Safe Room rausgehen und mal gucken. Genau, jetzt sind wir hier oben. Hier waren wir stehen geblieben. Wir brauchen eine Mitarbeiter, eine Direktor-ID. So viel ist mir klar. Dann mal los. Hey, du da drüben. Wer hat dir erlaubt, eine Pause zu machen? Wenn ihr eure Arbeit nicht macht, werde ich vom Abteilungsleiter zusammengestaucht. Versteht ihr? Ich habe es satt, von ihm ständig als nutzlos betitelt zu werden. Ah, ja, Bürovorsteher, Sir. Wie war? Der Abteilungsleiter hat mich auch schon als nutzlos beschimpft. Gefällt ihm wohl? Mann, ich wünschte, er würde nicht genau uns anbrüllen. Was erwartet er sich davon, mich als nutzlos zu bezeichnen? Wenn ich noch härter arbeite, breche ich zusammen. Oh, wer seid ihr? Zurück an eure Stationen. Ich werde nämlich sonst vom Abteilungsleiter zusammengestaucht. Alter, wir arbeiten nicht hier. Skull, würdest du dich bitte konzentrieren? Verzeihung, wir haben mit dem Direktor etwas zu besprechen. Was mit dem Direktor? Was könnte ein niederrangiges Fußvolk wie ihr schon für ein wichtiges Anliegen haben? Zurück an eure Stationen oder muss ich euch erst zwingen? Na, ein Versuch war es wert. Leute, haltet euch bereit. Okay, easy. Nur wegen Faulenzern wie dir ist der Abteilungsleiter so unfreundlich zu mir. Oder nennt mich immer nutzlos oder unzuverlässig. Das ist doch total unfair, dass nur ich mich ständig um sowas kümmern muss. Klingt so, als könnte der Typ seinen Abteilungsleiter wirklich nicht ausstehen. Versuchen wir Infos aus ihm rauszukriegen, Joker. Wie ist der Abteilungsleiter so? Unerträglich ist vermutlich das passendste Wort für ihn. Er hat die Nerven, die anderen nutzlos zu nennen, obwohl er selber immer nur faulenzt. Verdammt, wenn der Abteilungsleiter verschwinden würde, wäre mir eine Beförderung sicher. Das ließe sich schon einfädeln. Was? Du meinst, du beseitigst ihn für mich? Nein, warte, du lügst. Du willst nur Informationen über den Abteilungsleiter. Ah, verdammt, ich könnte den Abteilungsleiter so leicht mit meinen Windkräften loswerden. Aber ich traue mich nicht, es wirklich zu machen. Ah. Der Abteilungsleiter ist also anfällig gegen Wind, ja? Wir haben nichts über den Direktor rausgefunden, aber das ist trotzdem gut. Scheint, als hätte er alles gesagt. Räumen wir auf, Joker. Okay, jetzt können wir ihn fertig machen. Ich sehe die Schwächen von ihm. Atom, ne? Und das ist Wind. Ja. Nee, Moment mal. Wind reflektiert er nämlich. Wir müssen hier einzeln angreifen. Ich könnte jetzt natürlich ein bisschen unfair sein. Habe ich auch jemanden, der einzeln Wind kann? Yes. Ist das Jokers fucking Ernst, Alter? Das hat mich gerade wieder mal richtig abgefuckt, Alter. Ich muss bei Joker bleiben, Mimi. Ich habe nämlich vergessen, wir haben Makoto ja gerade gar nicht im Team. Das heißt, Joker ist der Einzige, der was mit Atom könnte. Na! Ich passe halt gerade einfach nicht auf, ne? Es ist traurig. Gut, dann machen wir es jetzt anders. Oh, was kriegen wir jetzt? Oh, yes. Der Gruppenangriff steigt. Sehr schön. So, dann gleich auf Frailer gehen. Und dann switchen wir zu Mona. Mona.
Perfekt, easy going. Ja, den töten wir einfach. Okay, mit Mona, aber das wir brauchen jetzt keine extra lange Cutscene angucken. Das ist Käse. Da haben wir nichts von. Bürovorsteher-ID. Oh, das muss eine Mitarbeiter-ID sein. Mal sehen, da steht Bürovorsteher drauf. Wir brauchen aber eine von einem Direktor oder noch höher, stimmt's? Die reicht für den Moment. Damit können wir zumindest in einige neue Räume. Ja, damit erhalten wir Zutritt zu Räumen, in denen nur Bürovorsteher oder einfache Angestellte dürfen. Sehr gut. Damit sind wir schon mal ein Stück weiter. Dieser Part wird wieder ein schöner Schnibbelaufwand. Freue ich mich drauf. So, dann wollen wir mal. Und auf in den Kampf. Gut, die können wir einfach komplett vernichten. Atom und Psi. Ja, gut. So, dann einmal hier. Und perfekt. Jetzt gehen die Kämpfe richtig los. Erstmal 5 Minuten reinkommen, wisst ihr? Und das war's. Easy going. So, jetzt kommt ein starker Gegner. Ich weiß auch, was das für einer ist. Das wird jetzt ekelhaft werden. Ja, ja. Hier könnten wir Pech haben und sogar sterben. Wenn wir, wenn es so ist. Wehrt das beides ab. Wir können nur... Sehr gut, wir können ihn aber zum Einschlafen bringen. Ich bin einfach mal so frei. Das ist das Einzige, was ihm richtig wehtut, damit ihr Bescheid wisst. Ich hoffe, es trifft. Wir verteidigen uns erstmal. Das nutzen wir jetzt aber. Wieso setzt du vor? Ach, egal. Unblock das so oder so. Das ist schlecht. Ha! Du Lappen, Alter! Du Lappengesicht! Das war wohl nix, Brudi! Zwar nur zu dritt, aber es sollte trotzdem reichen. Mal gucken. Oh, doch nicht. Wunder, dass du das überlebt hast, Brudi. Ihr seht, wie viele Erfahrungspunkte wir alleine nur für den bekommen. Marzionga. Mittel bei allen Gegnern. Dann einmal Marzio. Tschüss. Windboost. Oh, das ist gut. Hitzewelle ist, glaube ich, auch ein geiler Angriff. Schwerer körperlicher Schaden bei allen Gegnern. Hauen wir mal gegen Sturmhieb weg. Sturmhieb ist zwar gut, geht aber nicht auf alle. Nuklearbruch. Brauchen wir nicht. Ist useless. So, dann gehen wir aber mal vorher...
Weil dann ordnen wir mal kurz wieder die Sachen. So ist besser. Ja, ich muss auch gerade bei An dringend mal sortieren. So, perfekt. Schwerer Körper... Gut, dann tauschen wir das mit das aus, weil das ist ein schwerer körperlicher Angriff gegen alle. Besser? So sollte es passen. Sie hat von Anfang an alles, fast alles richtig geordnet. Nee, so. Bei ihr brauche ich nichts ordnen. Hier so oder so auch. So, dann gehen wir Jokers Personas nochmal durch. Damit wir beim Wechsel schnell die Angriffe auch auswählen können. Hier ist noch alles geordnet. Bei ihm brauche ich theoretisch nichts ordnen. Bei ihm auch? Ne, Moment. So. Hier nicht, hier auch nicht. Ne, hier ist alles richtig geordnet. Hier auch. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Die meisten davon haben wir alle nur mit, weil wegen Leveln von Freunden. So, sehr gut, dann sind wir fertig. Weiter geht's. Entschuldigt für diese kurze Pause. So, was haben wir hier? Von hier lässt es sich nicht öffnen. Schau mal, ob du irgendwo einen Kartenleser findest. Also nur auf der anderen Seite. Gut, dann müssen wir hier lang. Sesam, öffne dich. Ja, sie ist offen. Wir kriegen bestimmt bald eine Direktor-ID, wenn wir weiter so die Rangleiter abklappern. Hm. Sehe ich auch so. Wir erledigen das Schritt für Schritt. Und suche einen neuen Schutzraum auf, falls du mal am Ende deiner Kräfte bist, Joker. Und nun sind hier zwei Blaue. Hey, es sieht so aus, als würden die den anderen Robotern Befehle erteilen. Könnten das nicht Direktoren oder Abteilungsleiter sein? Bestimmt der Abteilungsleiter. Ich habe weiter weg etwas Großes aufgespürt. Das muss der Direktor sein. Am besten beschaffen wir uns die ID vom Roboter mit dem höchsten Rang hier. Ja, mit der ID, die wir schon haben, kommen wir nicht durch bis zum Direktor. Dann los, verprügeln wir einen von denen und schnappen uns das Zeug. Moment noch, die Daten sind nicht ganz eindeutig, aber einer davon ist sicher der Abteilungsleiter. Somit hat nur einer von denen den Schlüssel. Was machen wir? Erledigen wir beide? Es gibt keinen Grund, uns deswegen zu verausgaben. Wir sollten mit beiden reden und die Infos mit dem abgleichen, was wir bereits wissen. So finden wir eventuell heraus, welcher von ihnen der Abteilungsleiter ist. Okay. Sollte kein Problem sein, wir werden trotzdem beide machen, alleine wegen den Leveln. Weil ihr müsst wissen, wenn ihr einen davon nur macht und das ist der richtige, könnt ihr den anderen nie wieder machen. Das Thema ist dann gegessen. Hey, was soll der ganze Lärm? Was glaubt ihr, wo ihr hier seid? Tut uns leid. Entschuldigt ihr euch wirklich bei mir? Und warum der komische Aufzug? Was sucht ihr hier überhaupt? Ihr wisst schon, dass das hier kein Spielplatz ist. Wir suchen den Direktor. Der Direktor? Warum solltet ausgerechnet ihr nach ihm suchen? Er ist dort drin, aber sicher habt ihr einen Termin. Wir sollten uns entscheiden, Joker. Was willst du tun? Sollen wir ihm seine Mitarbeiter-ID im Kampf abnehmen? Ja, los geht's. Yes. Stimmt, genug geredet. Macht ihn fertig. So, müssen wir gucken. Oh, alles Schwächewind. Passt. Persona!
Hat er sonst noch eine Schwäche? Nur Licht. Und... ja, aber ich kann schießen. Okay, das war leicht. Puh, das hätten wir erledigt. Scheint nicht so, als hätte er etwas dabei gehabt. Er war doch nur ein kleines Licht in der Firma. Naja, da müssen wir eben woanders weitersuchen. Ich wusste, dass das der Falsche war, weil er nicht von nutzlos geredet hat. Ich wollte aber die Erfahrungspunkte mitnehmen. So, da müssen, das können wir jetzt öffnen, übrigens. Glaube ich. Ah, nee. Wir haben den falschen Schlüssel. Brauchen erst den anderen. Das dürfte sich noch nicht öffnen. Stecken wir schon wieder fest? Ist das noch so ein Rangdingens? Ja, wir brauchen die ID eines Abteilungsleiters oder höher. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr wegen mir diese ganzen Scherereien habt. Hör auf damit. Der Einzige, der sich entschuldigen muss, ist dein Vater. Panzer hat recht. Suchen wir weiter nach der nächsten ID. Na dann. Die ID ist hier hinten. Das weiß ich. Was macht ihr hier? Zurück an eure Stationen. Nutzlose Mitarbeiter werden wie Müll entsorgt. Moment mal. Wir sind von der Personalabteilung. Und? Raus damit. Was wollt ihr hier? Ich habe keine Zeit, um mit nutzlosen Angestellten zu reden. Ich muss mit dem Direktor reden. Ein Treffen mit dem Direktor, das stand nicht in seinem Kalender. Willst du mir sagen, ihr kamt her, ohne einen Termin auszumachen? Ihr seid echt nutzlose Kinder. Du urteilst ganz schön voreilig. Was weißt du denn schon darüber, wie nutzlos jemand ist? Und was noch wichtiger ist, ich erkenne eure Gesichter nicht. Arbeitet ihr wirklich hier? Sagt mir eure Namen und eure Mitarbeiter-IDs. Zeit für eine Entscheidung, Joker. Was sollen wir tun? Wir kämpfen gegen ihn. Stimmt, genug geredet. Macht ihn fertig. Tja, ich will's ja nur so angemerkt haben. Hä? Wer zur Hölle? Wollt ihr euch mit mir anlegen? Hier ist noch so ein Wichtigtour. Joker, holen wir Infos aus ihm raus. Kann ich bei irgendwas helfen? Wo ist dein Chef? Oh, der Chef. Wenn man ihn überhaupt so nennen kann, der kann echt nichts richtig machen. Nun, klingt so, als hätte er mit dem Chef ein Problem. Joker, wenn du ihn richtig anpackst, spuckt er vielleicht nützliche Details aus. Er hat nichts als seinen Rang. Er tut, als wäre er ach so toll. Dabei stimmt das gar nicht. Er weiß nicht einmal, dass ich seine Schwäche kenne. Wow, das ist beeindruckend. Ja, oder freut mich, dass du mir zustimmst. Willst du es hören? Das ist eine Riesensache, also erzähl niemandem davon. Der Boss ist anfällig für Psychokinese. Nicht einmal seine Panzerung schützt ihn davor. Oh, das hätte ich vielleicht für mich behalten sollen. Sehr gut, ein klassischer Versprecher. Ich glaube nicht, dass er noch etwas Nützliches weiß. Also machen wir ihn einfach schnell fertig. Nein, warte. Los. Jeder Boss, der seine Angestellten so leiden lässt, verdient das Gleiche. Wo sie recht hat, hat sie recht. So, das dürfte mehr als wehtun. So, beenden wir diese Farce hier, Alter. Easy. Böser Touch, ja toll. Und Angstboost. Geil, Alter. Abteilungsleiter-ID. Eine ID, mit der kommen wir bestimmt durch die Tore. Das war also der Abteilungsleiter. Oder wie war das? Ach, verdammt, warum kommt nicht einfach der Boss? Gut, wir wissen halt bis dato jetzt nur, dass der Direktor schwach gegen Wind und Psychokinese ist, was uns halt gar nicht hilft. So, jetzt kommen wir hier lang.
super. Die hier ist auch offen. Wir haben es fast geschafft. Der Direktor steht normalerweise direkt über dem Abteilungsleiter. Behaltet auch immer eure Kondition im Auge. Wenn ihr erschöpft seid, ruht euch in einem Schutzraum aus. Wir sind aber nicht erschöpft. Meine Güte. Wartet mal, Leute. Der Raum ist anders. Ich spüre rein gar nichts Komisches da drin. Sieht so aus, als gäbe es da drin keine hochrangigen Roboter. Also gibt's auch keinen Grund, extra reinzugehen. Nicht ganz. Wenn uns keine Bosse auflauern, finden wir da drin vielleicht etwas Wertvolles. Guter Punkt. Joker, schleichen wir uns an denen vorbei und belauschen ihr Gespräch. Machen wir gleich. Es gibt hier nämlich mehrere, wie ihr seht. Zwei Stück an der Zahl. Einer davon ist der Direktor. So, aber dafür brauchen wir die Direktor-ID. Also müssen wir jetzt die belauschen. Ich hoffe, ich kriege alles relativ schnell gesprochen. Deswegen werde ich jetzt noch meine Klappe halten und versuchen, so schnell wie möglich vorzulesen. Wenn ich mich je vor dem Direktor beklage, sagt er nur, als ich noch jung war. Dann belauschen wir sie also. Einer meiner überragenden Skills. Wirklich unglaublich. Kein Wunder, dass du das LeBlanc so lange abhören konntest. Das? Ach, das war noch gar nichts. Irgendwann zeige ich dir mal, was abhören wirklich bedeutet. Das ist auf jeden Fall ein schlauer Schachzug. Wir müssen von denen nur Infos darüber bekommen, wie ihr Chef so drauf ist. Da scheint noch mehr zu sein. Beschaffen wir uns von denen auch ein paar Infos. Okay, dann mal los. Wer seid ihr? Warum arbeitet ihr nicht? Verdammt, sie haben uns. Die versuchen zu faulenzen. Meldet sie. Wir sind zu nah. Ziehen wir uns zurück und formieren uns neu. Upsi, das habe ich verkackt. So, jetzt aber vorsichtig. Ich liebe es, für diese Firma zu arbeiten. Der sagt also schon mal nichts. So, Vorsicht. Der Direktor sagt immer, diese Firma ist die beste überhaupt. Ich bin dankbar, für so ein tolles Unternehmen arbeiten zu dürfen. Okay, der auch nicht. Wenn ich jetzt zusammenklappe, bekommt jeder Ärger. Wir haben uns genug angehört. Was meinst du, Joker? Ich weiß genug. Verschwinden wir hier, bevor wir noch geschnappt werden. Wer seid ihr? Warum arbeitet ihr nicht? Verdammt, sie haben uns. Die versuchen zu faulenzen. Meldet sie. Wir sind zu nah. Ziehen wir uns zurück und formieren uns neu. Gut, damit haben wir hier alles. Wir wissen, wer der Direktor, oder wir müssten wissen, wer der Direktor ist. Wer seid ihr? Was treiben kleine Nervensägen wie ihr hier? Warum so unhöflich? Hahaha, unhöflich. Wie könnt ihr es wagen, so mit mir zu reden? Jetzt hör mal genau zu. Ich bin eine sehr wichtige Person in der besten Firma überhaupt. Die einzige Unhöflichkeit ist euer Eindringen. Wie seid ihr hier reingekommen? Durch den Haupteingang. Durch den Haupteingang? Wollt ihr damit sagen, ihr seid keine verdächtigen Personen? Ihr seht sehr komisch aus, aber es wäre schlimmer, wenn ich falsche Meldungen mache. Joker? Wir sollten uns entscheiden, Joker. Was willst du tun? Wir sollten verschwinden. Du willst nicht kämpfen? Dann ziehen wir uns zurück. Gut, weil wir checken erstmal, wer der Falsche ist. So, dann einmal hierhin. Wer seid ihr, Gauner? Wie seid ihr hier reingekommen? Was habt ihr mit Okumura Foods, unserem besten Unternehmen, zu schaffen? Plaudern wir ein bisschen. Ich mag euren Ton nicht, aber gut, ich rede nicht oft mit jungen Leuten. Ich habe nur selten Kontakt mit niederen Individuen. Was ist denn? Na los, unterhalten wir uns noch ein bisschen. Reden wir über die Vergangenheit. Wie erstaunlich, ihr wollt also von meinem Erfolg hören. Als ich noch jung war, war jeder so bescheiden, aber die Jugend heutzutage... Joker? Wir sollten uns entscheiden, Joker, was willst du tun? Wir sollten verschwinden. Du willst nicht kämpfen? Dann ziehen wir uns zurück. Ich weiß, dass er hier der Echte ist. Weil, als er noch jung war, das haben wir erfahren. Dann mal töten wir zuerst den hier. Ja, das hatten wir gerade eben alles schon. Wir sind die Phantomdiebe. Auf geht's. Wind.
auch... Ja. Schwer. Ich werde trotzdem jetzt einmal Wind machen, weil wir alle vier dann ausschalten können. So, das dürfte schön wehtun. Echt jetzt? Ha, seine Schwäche ist Feuer, nice. So, das sollte es gewesen sein. Haru rasiert sie mal wieder alle weg. Und wieder ein neuer Skill, ja nice. Tarukaja, der ist aber echt scheiße, erhöht den Angriff eines Verbündeten. Geschieht dir recht, du Bastard. Das wäre erledigt. Er hatte absolut nichts bei sich. Totale Zeitverschwendung. Es sieht so aus, als hätte ihre physische Größe keinen Einfluss auf ihre Stellung in der Firma. Der leitende Direktor muss irgendwo anders sein. Suchen wir in einem anderen Raum nach ihm. Ja, das wussten wir aber schon. So, der leitende Direktor ist nämlich hier. So, das kennen wir alle schon. Bist du der Direktor? Reden wir über die Vergangenheit. Wir kämpfen gegen ihn. Alles klar, Joker. Erledigen wir ihn. So, der sollte wie gesagt auch kein Problem sein, weil das ist der Direktor. So, ich kann auch Psio. So, und Joker geht jetzt ab. Und das war's. Direktor-ID. Perfekt, wir haben endlich die Mitarbeiter-ID des Direktors gefunden. Dann können wir jetzt unten durch die Rangtür gehen. Finden wir es raus. Wir sollten uns aufteilen. So, sehr gut. Damit sind wir mit dem Stockwerk komplett durch. Sesam, öffne dich. Ja, sie ist offen. Jetzt können wir uns frei auf der ganzen Etage bewegen. Toll, wir haben die Mitarbeiter-ID, die wir brauchen. Gehen wir wieder runter, wenn wir hier fertig sind. Wir sind ja aber noch nicht ganz fertig. Oder? Doch, wir sind komplett fertig. Wir waren in jedem Raum. Dann gibt es hier tatsächlich nichts mehr zu tun. Oh, Moment mal. Könnte ich hier versteckt sein? Nee. Nein. Mm-mm. Weiter. So, wir sind wieder unten. Passt. Jetzt können wir endlich hier durch. Wir haben die ID eines Direktors. Ob wir jetzt durch diese Tür kommen? Natürlich. Wahrscheinlich. Sesam, öffne dich. Oh yeah. Oh ja, endlich. Irgendwie ist das merkwürdig. Wir dachten erst, dass Okumura hinter den mentalen Infarkten steckt. Aber bisher haben wir nicht den kleinsten Hinweis darauf gefunden, die den Verdacht bestätigen würden. Etwas so Bedeutendes liegt bestimmt tiefer verborgen im Palast. Machen wir erst einmal weiter. Das denke ich auch.
Dann einmal runter oder hoch? Hoch wahrscheinlich, ne? Ja. Sehr gut. Schon beeindruckend, das Ganze. Dann weiter. Gut, hier geht's gleich tatsächlich. Wir gehen erstmal nochmal zurück. Ich will den Aufzug ausprobieren. Ach, das ist kein Aufzug. Okay. Dann wieder durch. Und hier haben wir einen Safe Room. So, und wir gehen wieder. Dann wollen wir mal. Sehr schön, jetzt sind wir hier. So, wir aktivieren mal das Teil. Damit kommen wir nämlich zurück. So, sehr nice. Also nur für den Fall, dass ihr das wissen wolltet. Dann mal los. Hier ist übrigens der perfekte Ort, um zu leveln für den Eternal Lockpick, wenn ihr das Item dafür braucht. Ihr braucht ja einmal Quicksilver und noch was anderes, das ihr hier bekommt. Das könnt ihr hier am besten farmen. So, dann auf in den Kampf. So, das war's dann auch schon. Die Kämpfe werden ab jetzt relativ unspektakulär. Es gibt zwar noch einige spannende Kämpfe, aber das wird bis dato jetzt sehr unspektakulär werden, alles. Oh, echt jetzt? Er hat nur Schwächeschuss. So, und dann wechseln wir zu Haru und geben ihr die Ehre wieder mal. So, das war doch wieder mal super easy. So, kleine Abkürzung, die man hier nehmen kann, wenn ihr wollt. So, magische Salve, useless. Useless! Super, geschafft. Der Schatz ist hier drin, oder? Direkt hinter dem Gebäude. Wir sind fast da. Ich finde es merkwürdig, dass wir noch immer nichts über die mentalen Infarkte erfahren haben. Denkt daran, dass der Palast das Hauptquartier einer Firma ist. Wenn er seinen Mitarbeitern nie etwas davon erzählt hat, erfahren wir auch noch nichts davon. Im schlimmsten Fall müssen wir die Infos halt aus seinem Schatten herausprügeln. Wie auch immer, gehen wir rein. Ich glaube, als nächstes steht uns die Fabrik bevor. Ja, als nächstes kommt die Fabrik und... ein Schatzdämon. Schwäche ist Schuss. Atomumziehen, ne?
Ja. So, dann machen wir das so. Und wir switchen dann zu Haru. So, und dann zu Joker. Wir müssen Haru auch, bevor wir den Boss machen können, unbedingt am gleichen Abend, auch wenn wir da eine Person leveln können, wir müssen ins, wir müssen Darts mit ihr spielen. Ihr werdet sehen, wofür. So, das sollte das Ende sein. Ich habe nichts gesagt. Die neue Showtime. Gucken wir sie uns an. Ich bin erstmal kurz weg. Die war doch nice, oder? Geil. Oh, Kacke. Uns erwarten aber leider noch ein paar Kämpfe. Oh, nicht schon wieder, Alter. Wir können die so nicht töten. Und das war's. Izanagi Pikachu wird einfach schon Level 33, ne? Das ist unglaublich. Ich habe mich nur gerade, entschuldigt, dass gerade kurz einen Moment sehr ruhig war. Ich musste mich gerade erinnern, wo die Seelensamen sind. Die Willenssamen. Jetzt weiß ich das wieder, wo die in den Dungeon sind. Viel zu einfach. Alter, wir ziehen durch. Wow. Tja, da hast du wohl gedacht, ne? Oh, süß. So, das sollte auch das hier gewesen sein. Enttäuschend. So, wie gesagt, ab diesem Dungeon um und bei zieht ihr hier halt nur noch durch. So, switchen wir zu Joker und machen das Ding hier fertig. So, das sollte es gewesen sein. Also, was heißt das sollte? Es wird es gewesen sein, auf jeden Fall. Sonst würde Futaba nicht kommen.
So, zwei Kämpfe haben wir hier noch. Dann können wir weiterziehen. Ne, drei sogar. Oh Gott, schon wieder so ein Fettsack, Alter. Hast du gut gemacht. Gut, er pennt. So, das hat schön wehgetan. Süß. Oh, Kriegserklärung zackt so krass, Alter. Tja, Haru geht durch. Gut, der Sie bringt gar nichts. Ich kann halt versuchen, Tentrafu einzusetzen. Yes. Danke für die 5000 Yen, Brudi. So, dann halt nochmal Leuchtpfeil. Das hat gesessen. Sehr gut. Gut, dass Kriegserklärung nicht mehr wirkt, sonst hätten wir wieder nur zu dritt angegriffen. Das hat kaum Schaden gemacht. Das wäre schade gewesen. Echt jetzt? Danke. Das sollte das Ende von ihm sein. Oh, ich hasse diese fetten Elefanten, ne? Die sind so fucking nervig. Real Talk jetzt? Wie viele Erfahrungspunkte die einfach geben, Alter, das ist unglaublich. Zwei Gegner haben wir hier noch, die wir besiegen müssen, bevor wir dann... Das war knapp. Bevor wir dann zum nächsten Safe Room gehen können. Das machen wir diesmal anders, weil es dauert sonst zu lange. Und tschüss, Brudi. Tja, Joker werden wir, wie gesagt, jetzt nur noch selten sehen. Das ist leider so. Und perfekt. Damit haben wir hier alle Gegner einmal durch. Und einmal zu Haru. Und das war's. Easy going. So, jetzt. Ja, wir sind hier komplett durch.
Dann wollen wir mal zurück. Weil wichtig ist, wie gesagt, versucht alle Gegner mindestens einmal mitzunehmen. Alleine schon fürs Leveln. So, jetzt sind wir aber bei der Fabrik. Rein da. Und ich wusste das nämlich. Perfektes Partende. Sehr gut. Leute, hier werde ich den Part aber beenden. Wir sind weit gekommen. Im nächsten Part geht es weiter. Wir werden bestimmt noch ein, zwei Parts für Okumuras Palast brauchen. Mal schauen. Ich hoffe, dass ich schneller durchkomme, aber wir werden sehen. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Persona-Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!